Die größten Glückspilze, die je gefilmt wurden. Diese Zielscheibe lässt sich wohl nicht so... Oh mein Gott! Oh, wow! Oh! Wenn jemand aus dem Boxenstopp eine Gehaltserhöhung verdient, ach du Kacke! Wie fahren die denn da rein? Oh mein Gott! Alter, was so ein Backstein rein. Es gab doch mal damals so Idioten, die so Holzstämme von einer Autobahn geworfen haben, wo ich mir so denke, Dicker, seid ihr dumm? Lol, ein Blitzeinschlag direkt vor ihm auf der Straße. Boah, das war früher echt eine große Angst vor mir, dass in unser Haus ein Blitz einschlägt. Und dann sind wir umgezogen, also ich bin in meinem ganzen Leben schon irgendwie 3-4 Mal umgezogen mit meinen Eltern. Und dann sind wir umgezogen und dann hatten wir plötzlich keinen Blitzableiter mehr, weil mein Papa meinte, brauchen wir nicht. So, wir haben ein kleineres Haus als die alle drumherum, die hatten alle höhere Häuser. Der Blitz schlägt als erster ein, der sucht sich mal das höchste Ziel. Guck mal, hä? Ein Scheiß macht Blitz. Oh, lol! Ins Auto. Also klar, ein Auto hat ja Gummi an sich dran und ist damit auf dem Boden, mit dem Boden verbunden. Das heißt, es ist egal, wenn da ein Blitz einschlägt. Also dir passiert nichts da drin. Aber das muss ja trotzdem irre hell sein und irre laut. Oh mein Gott, sogar zwei. Ach, das kenne ich. Der ist auf dem Highway gelandet. Wenn nur alle so vorsichtig auf den Straßen wären wie dieses Flugzeug bei der Notlandung. Ja, ich würde es halt auch machen. Wir haben uns letztens darüber unterhalten. Wenn wir in so einem kleinen Flieger wären und dann fallen alle Triebwerke aus, dann fällt es ja nicht einfach so vom Himmel. Du gleitest ja runter, ist ja wie Papierflieger dann quasi. Und dann würde ich auch als nächstes entweder halt ein Feld suchen oder halt im besten Falle wirklich eine Straße. Weil wenn du landest, jeder Autofahrer sieht ja, oh, da kommt jetzt gerade ein Flugzeug. Ich glaube, ich würde irgendeine Autobahn suchen. Was ist das? Oh mein Gott, war das close. Da gibt's doch sogar auch so Videos, wo die in Japan, glaube ich, dann extra sich dann auf das Auto draufschmeißen und dann so Saltos darüber machen. Zum Glück benutzte dieser Dude hier keine Kettensäge. Boah, mit so einer Axt Holz fällen, da hatte ich auch immer Schiss vor. Und ich habe das früher mit meinem Opa so ein bisschen gemacht. Dann hast du so eine Axt genommen, haust das dann da runter. Und ich dachte mir immer in dem Moment, wenn das rausfliegt, dieses Ding, oder ich das nach hinten nehme und das fliegt hinten raus und hinten ihm ins Gesicht. Das ist auch so dumm. Also da gibt es ja so viel sinnvollere Wege. Oh mein dieser Gott, Fahrer der Baum. Muss ein vierblättriges Kleeblatt im Kofferraum gehabt haben. Und dieses Mini, die Fahrerin hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Irgendwie hat Musik hören, hinter dir fällt die Welt auseinander. Kann jemand diesem Typen sagen, dass es Wagenheber gibt? Ich mach mir Sorgen um seine Finger. Ach du Scheiße. Wow, war das close. Ein seltener Moment, bei dem ein Helm schädlich gewesen wäre. Naja, ein Helm wäre nicht schädlich gewesen. Wäre es halt mit einem Helm dann natürlich dagegen gekommen. Aber dir wäre halt wahrscheinlich nichts passiert. Andererseits, wenn er 2 Zentimeter weiter unten gewesen wäre, hätte er jetzt eine kranke Platzwunde am Kopf. Glaubt mir, das ist kein Spaß, das hatte ich schon mal genau hier oben drauf. Deswegen ist jetzt mein Wirbel hier oben auch so verlängert. Weil das hier alles weggesägt wurde. Da, also nicht gesägt, wie nennt man, keine Ahnung, geschnitten. Dieses Video hat gleich 2 unglaubliche Momente festgehalten. Ein Lastkahn, der in 2 Hälften zerbricht und dieser fantastische Sprung des Arbeiters. Das ist echt krass. Also alles, was da mitten auf dem Meer zu tun hat, denn da bist du ja komplett abgeschnitten von allem, da habe ich größten Respekt vor. Aber auch, dass so Bohrinseln, die schwimmen ja auch einfach, ne? Bohrinseln, die sind ja nicht, die schwimmen einfach rum. Die werden nicht irgendwie von irgendwie was gehalten oder gebaut oder so, die lassen die einfach aus Wasser und dann werden die halt gesteuert über GPS oder so. Und dieser Regatta-Teilnehmer vermied meisterhaft eine Kollision mit nicht nur einem, sondern gleich 2 Patrouillenbooten. Alter, sowas hatten wir auch schon mal. Gute alte Zeit. Das war vor 2 oder 3 Jahren, da habe ich in Hamburg gewohnt. Da war auf einmal die Segelbundesliga, das Finale war irgendwie in Hamburg. Und wir waren da irgendwie mit dabei. Wir waren da irgendwie in unserem Schlauchboot damit am Start. Vor einigen Tagen wollte ich mit Freunden einen entspannten Tag auf der Alster verbringen. Und zu Beginn war auch noch alles mega cool, doch urplötzlich segelten riesige Segelboote saunah an uns vorbei und die fucking Wasserschutzpolizei hat uns dann über ein Megafon zugerufen, dass wir uns inmitten des Segelbundesliga-Finales befanden. Mist. Wie man einen Rückwärtssalto in einer Sekunde lernt. Ach du Kacke. Boah. Bevor ihr Kartfahren geht, stellt sicher, dass ihr noch ein paar Leben übrig habt. Das ist so irre. Also alles gut gegangen. Ich glaube, der hatte 2, 3 geprellte Rippen oder so. Aber du kannst doch auch nicht so nebeneinander in eine Schikane gehen. Das geht doch nicht. Boah. Warte, fällt's noch um? Nee, bleib sogar stehen. Ey, so ein Auto, da sehe ich ja echt Sandra drin, ne? Halt's Maul! Dieser Fahrer wurde wahrscheinlich gerettet, weil die Ampel grün war. Boah. Aber ich denke mir immer, so ein Baum fällt so langsam.
Als ob da also wenn das so ein richtiger Stamm ist, der einfach nur so runterkracht, okay. Aber das war ja so ein Baum mit so Blättern, also ich glaube jetzt nicht, dass da groß viel passiert wäre. Boah, das hätte so schief gehen können, ne? Oh mein Gott, die hätte sich alle Zähne ausschlagen können. Boah, ey, immer so am Pool mit reinspringen, dann solchen Steinen, ey. Boah, ganz schwieriges Pflaster. Diese Jungs hatten das Glück, ganz oben zu arbeiten und nicht im Haus drin. Alter. Boah. Okay, das war wahrscheinlich sogar geplant. Wenn er da schon mit so einer Montur ankommt und die das alle so filmen, dann wird das wahrscheinlich geplant gewesen sein. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, aber man so tut, als hätte genau das so passieren sollen. Es sollte genauso passieren. Ich glaube, wenn er einfach nur hätte drüber springen wollen, was einfach wie ein Olli ist, dann hätten die das nicht gefilmt und da wären so tausende Leute mit am Start. Also das war safe geplant. Erinnerst du dich an den Boxenstopp-Typen vorhin? Es sieht aus, als hätte er einen neuen Job. Boah. Oh mein Gott, Alter, ey, ich war ja bei der VOG-WM damals dabei, vor einem Jahr, in Winterberg, wo ich mit Papa Platte, Revi und einem Wildcard-Gewinner in einem VOG saß. Und da sind wir nicht mit einem Bob darunter gefahren, was ja doch relativ sicher ist, sondern in so VOG-Schalen mit 100 km/h. Da dachte ich auch so, ey, wenn man irgendwo hängen bleibt mit dem Finger am Rand, dann hast du keine Hand mehr. Der hat sich ja mal gar nicht beeindrucken lassen. Digga. Das sieht nicht nach Amerika aus, aber in Amerika, Digga, da gibt's ja nicht irgendwie, gibt's auch keinen TÜV, die achten ja auf gar nichts, da kann ein Auto rumfahren, kann plötzlich einen Reifen verlieren oder so ein Haus plötzlich auseinanderbrechen, so da, also alle haten immer Deutschland, dass alles so geregelt ist, ja, sobald ihr ein Jahr mal im Ausland seid, so, dann vermisst ihr aber Deutschland. Komm doch mit Angeln, haben sie gesagt, das wird lustig, haben sie gesagt. Oh. Bei solchen Sachen ist halt immer so, so wie wenn dir einer ein Messer, also kann jetzt glaube ich keiner von uns relaten, wenn dir einer ein Messer in den Bauch rammt, niemals rausziehen. Damit macht man es ja dann nur noch schlimmer. Wenn es erstmal drin ist, dann ist man so, kann vielleicht ein bisschen schlechter atmen. Oder auch hier, er wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so viel merken, aber sobald du es rausziehst und dann das Blut läuft, dann die Schmerzen wahrgenommen werden, dann die offene Wunde da ist und dann dieses Ding fehlt, der Fremdkörper und bla, dann ist es ein Problem. Man sagt, Mädchen können einem den Kopf verdrehen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass das wirklich buchstäblich passieren kann. Ich finde, Schlittschuh laufen so witzlos. Ich sag das jetzt nicht von wegen, ich habe das noch nie gemacht und denke einfach, das macht keinen Spaß, sondern ich hab's schon 5-6 Mal gemacht. Es hat mir nie Spaß gemacht. Du fährst ja wirklich einfach nur im Kreis. Also im Vergleich zu so Inline-Skaten, so da kannst du ja hinfahren, wo du willst. Weißt du, wenn du joggen gehst, dann joggst du dahin, wo du willst. Aber da, weiß ich nicht, du bist halt einfach, also werde ich nie verstehen. Aber naja, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von Schlittschuhlaufen haltet. Lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich muss jetzt zum Sport, deswegen habe ich hier schon mein Trikot an. 1. FC Köln. Wenn ihr dieses Video hier übrigens seht, spielt 1. FC Köln in 2 Stunden gegen Augsburg zu Hause. Das wird ein richtiges Abstiegskampfspiel. Ich hoffe, dass Köln gewinnt. Schauen wir mal, wie es ausgegangen ist, wenn das Video hier rauskommt. Schreiben wir euch dann hier hin. Das war das Ergebnis. 1. FC Köln.